Die Filmakademie ist bestürzt über das Verhalten von Will Smith und kündigt ein Verfahren gegen den Schauspieler an. Die Untersuchungen zur Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Gala werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Das kündigte die Filmakademie in einem Brief an die Academy-Mitglieder an, der von mehreren US-Branchenblättern veröffentlicht wurde. Inakzeptables Verhalten. Die 94. Oscar-Verleihung sollte eine Feier für die vielen Menschen in unserer Gemeinschaft sein, die im vergangenen Jahr unglaubliche Arbeit geleistet haben, hieß es im Brief. Wir sind bestürzt und empört darüber, dass diese Momente durch das inakzeptable und schädliche Verhalten eines Kandidaten auf der Bühne überschattet wurden. 6:04 Video aus dem Archiv. Will Smith sorgt für Eklat an Oscar-Gala aus Gesichter und Geschichten vom 28.03.2022 abspielen. Wie in unserer Satzung festgelegt, wird der Verwaltungsrat der Akademie nun eine Entscheidung über angemessene Maßnahmen für Herrn Smith treffen, zitierte unter anderem das Magazin Variety aus dem Schreiben. Wie in den kalifornischen Gesetzen für Mitglieder von gemeinnützigen Organisationen wie der Akademie geregelt und in unseren Verhaltensrichtlinien festgelegt, muss dies in einem offiziellen Verfahren geschehen, das einige Wochen dauern wird. Jada Pinkett Smith, Zeit der Heilung. Die Veranstalter der Oscars hatten bereits am Montag angekündigt, nach dem Vorfall möglicherweise Konsequenzen zu ziehen. Smith hatte Chris Rock bei der Show am Sonntagabend auf der Bühne geohrfeigt, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf, die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Wenig später nahm Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in King Richard entgegen. Am Montag entschuldigte er sich via Instagram. Inzwischen hat sich auch Jada Pinkett Smith öffentlich geäußert. Die 50-Jährige teilte auf Instagram ein Bild mit dem Schriftzug: Dies ist eine Zeit der Heilung, und ich bin bereit dafür. Eine weitere Erklärung gab sie nicht ab.